Schönen guten Abend. Ich möchte zwei, Bitcoin ist ja vieles, haben wir heute gehört schon, und die darunterliegende Technologie birgt viele Versprechen. Ich möchte zwei Zuschreibungen aufgreifen, die gefallen sind und aus ökonomischer Sicht besonders interessant sind, nämlich erstens, Bitcoin ist eine Währung und Bitcoin hat Ähnlichkeiten mit Gold oder ist inspiriert davon, und sozusagen was davon zu halten ist, möchte ich Ihnen in einen wenigen Folien näher bringen. Und zwar in einem ersten Schritt kurz die Eckpunkte, Merkmale, was macht der Goldwährung aus, was macht Bitcoin aus, was macht sozusagen Währungen, die wir heute kennen, wie den Euro und den Dollar aus. Und die Grundregel bei einer Goldwährung, die aus Goldmünzen besteht, ist, dass die Menge limitiert ist. Die Deckung dieses Wertes ist sozusagen mit Bargeld identisch. Der Vermögenswert, der eine Goldwährung deckt, ist in dem Bargeld selber enthalten. Und festgelegt wird der Wert am Markt mehr oder weniger für Edelmetall. Die Angebot und Nachfrage regeln den Wert, der sich sozusagen dann auf die Geldheit einer Goldwährung überträgt. Mit der Einschränkung, dass sozusagen die Prägeinstanz, also der Ausgeber dieser Währung, einen gewissen Spielraum hat, wenn er Glaubwürdigkeit hat, durch Reservemanagement oder Variation von Nominalwert und Metallwert eine gewisse Stabilisierung herbeizuführen. Bei Bitcoin ist sozusagen die Menge auch limitiert, und was dazu kommt, die Ausgabe ist automatisiert. Das ist nicht so wie Gold, also sozusagen, das halt per Zufallsfunden mal mehr und weniger wird. Weniger selten, außer es kommt Goldfinger und nukes. Aber die Menge ist limitiert und die Ausgabe ist nach dieser Regel automatisiert. Ein Gegenposten oder Deckung dafür gibt es keins. Ne? Da, mein Vorredner hat schon gesagt, Bitcoin ist mehr als Token zu verstehen. Es ist ein Gutschein, auf, weiß nicht, wo niemand irgendwas garantiert, sondern ein Wertträger, dessen Wert erstmal unbestimmt ist, dessen Ausgabe ein Geschenk ist, sozusagen an die Leute, die aktiv sind, im Bitcoin-Netzwerk nach einer gewissen Regel. Und der Wert, dass das überhaupt einen Wert hat, liegt daran, dass es ein paar Leute gibt, die auf privaten Börsen bereit sind, dafür offizielle Währung zu zahlen. Und dort bildet sich der Wert nach Angebot und Nachfrage auf diesen privaten Börsen. Wie schaut das bei Euro, Dollar und anderen Währungen aus, die wir kennen? Dort ist die Menge variabel, das ist ein wichtiger Unterschied. Und ausgegeben wird das Ganze nicht im Wege eines Geschenks, weil sozusagen Geldschöpfung ist keine Reichtumsschaffung, sondern ein Tausch, wo sozusagen neues Geld ausgegeben wird, im Gegenzug zur Hereinnahme von Vermögenswerten. Also Geldschöpfung fügt dem Vermögensstand einer Volkswirtschaft nichts hinzu, sondern tauscht illiquide Vermögenswerte gegen liquidere Vermögenswerte, sprich Zahlungsmittel, mit denen ich auch einkaufen gehen kann, weil mit Schuldverschreibungen und Aktien kann ich nicht in Billa einkaufen, mit Euro und Dollar schon. Und das spiegelt sich in der Bilanz des Ausgebers wider, wo sozusagen Euros sind Verbindlichkeiten der Europäischen Zentralbank, und jeder gute Bilanzier weiß, jeder Verbindlichkeit muss eine Forderung in gleicher Höhe gegenüberstehen. Also in der Bilanz des Eurosystems finden Sie jeden Euro gedeckt mit einem Vermögenswert aus dem Privatsektor. Wie wird nun der Wert festgelegt? Sozusagen der Ausgeber kann den Wert stabilisieren, weil er sozusagen in der Hand hat, für die Ausgabe von Geld sozusagen die Bedingungen zu diktieren. Er kann den Zins festlegen und die Menge variieren, und das tut er im Auftrag eines öffentlichen Mandats, nämlich Stabilität sicherzustellen. Jetzt rede ich die ganze Zeit von Wert. Was ist Wert von einer Währung? Das hat zwei Dimensionen im Wesentlichen. Wir sprechen vom Außenwert und vom Binnenwert einer Währung. Der Außenwert ist das, was wir unter dem Wechselkurs kennen, also was ist ein Euro in Dollar wert, was ist ein Bitcoin in Dollar wert und so weiter. Und die zweite Dimension ist der Binnenwert, das heißt, was kann ich mir im Währungsraum, wo diese Währung gilt, dafür kaufen, was sind die Preise, die in dieser Währung festgelegt sind. Zwei verschiedene Dimensionen, die jetzt nicht unmittelbar aneinander gekoppelt sind. Was die erste Dimension, den Außenwert betrifft, beobachten wir, dass heutzutage die meisten Währungen ihren Außenwert vom Markt festlegen lassen. Also je nachdem Angebot und Nachfrage auf Währungsmärkten bestimmt den Kurs von Euro zu Yen, Renminbi und Dollar. Sie sehen hier in dem oberen Grafik vier Linien. Die stabilste davon, die lilane, ist relativ stabil. Warum? Weil das ist der
Renminbi, die chinesische Währung, die deswegen stabil ist, nicht weil der Markt da so unglaublich viel Vertrauen drin hat, sondern weil hier der Ausgeber den Wechselkurs stabil halten möchte. Sozusagen. Und das ist, steckt hinter Stabilität von Wechselkursen, steht ein Ausgeber, der diesen Kurs stabilisiert, also Nachfrageschwankungen ausgleicht. Und das ist nicht so beim Euro und beim Dollar, wo wir sagen, sozusagen, wir lassen das den Markt bestimmen, und weil wir ein großer Währungsraum sind, kümmert uns der Außenwert nicht so besonders. Unten sehen Sie noch den Kurs Bitcoin-Dollar. Es wird ja oft gesagt, Bitcoin sei so volatil. Und dieses Schicksal teilt es mit anderen Währungen, vielleicht ist es ein bisschen volatiler, was den Außenwert betrifft. Es ist die Frage, ist der Außenwert für uns wahnsinnig zentral? Nein, weil sozusagen ein hoher Wechselkurs oder ein bestimmter Wechselkurs ist sozusagen für die einen gut, für die einen schlecht. Wenn ich mit dem Ausland interagiere, dann kommt es darauf an, ob ich exportiere oder importiere. Je nachdem bin ich interessiert an einer bestimmten Wechselkurshöhe. Also ein hoher Wechselkurs ist sozusagen für eine Währung nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, sondern es gibt unterschiedliche Betroffenheiten. Und die zweite Frage, ist der Wechselkurs relevant? Bei großen Währungen, ich meine, beim Schilling hat es ein bisschen anders ausgeschaut, wo wir ganz groß Außenhandel gemacht haben, war der Wechselkurs für uns wichtig und wir haben ihn stabilisiert. Aber sozusagen bei einem großen Währungsraum wie dem Euro, dem Dollar, wo sozusagen der Außenhandel im Vergleich zur Binnenwirtschaft relativ bescheiden ist, ist sozusagen der Wechselkurs für den Alltagsnutzer nicht im Vordergrund. Hier kommt es darauf an, die zweite Dimension, zweite Wertdimension zu beachten, nämlich den Binnenwert. Das ist das, was für uns als Alltagsnutzer, die wir nicht sozusagen unsere Waren über Amazon.com beziehen, hauptsächlich, dann wird der Dollar wichtig sein. Aber sonst, wenn wir normale Supermarkteinkäufer sind, ist uns die Kaufkraft, die Binnenkaufkraft der Währung wichtig. Und sozusagen, die hat drei Dimensionen, hat Geld, sozusagen, wo diese die Voraussetzungen dafür sind. Erstens, dass alle Preise im gleichen Währungsraum in dieser Währung ausgezeichnet sind. Also wenn ich in den Supermarkt hineingehe, sozusagen ist das Geld, was ich in der Tasche habe, die gleiche Einheit wie das, der Gemüsepreis, der angeschrieben ist. Ich kann auch davon ausgehen, dass es, das heißt allgemeine Akzeptanz als Zahlungsmittel, dass jeder Supermarkt im Euroraum mehr Euro abnehmen wird. Bei Bitcoin ist es nicht so sicher. Und dritte, nicht unwesentliche Eigenschaft, ich kann davon ausgehen, dass die Kaufkraft relativ stabil ist. Also wenn ich heute in den Supermarkt gehe und weiß, das Packel Milch kostet 1,10 Euro, kann ich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es in einer Woche der gleiche Preis sein wird oder nicht wesentlich davon unterschieden. Ist es in 50 Jahren der gleiche Preis? Keine Ahnung, kann Ihnen niemand sagen, die Welt bleibt unsicher. Aber sozusagen kurz- und mittelfristige Kaufkraftstabilität ist etwas, was im Mandat des Ausgebers steht und wofür er mit ziemlicher Sicherheit ganz gut sorgt. Und diese drei Eigenschaften, die wir an Geld implizit voraussetzen als Nutzer, ist etwas, was bei Bitcoin nicht zu finden ist. Nicht? Sie werden keinen einzigen Preis finden, der relevant ist und in Bitcoin festgesetzt wird. Es gibt zwar, wie schon gesagt, jede Menge Leute, die sagen, wir würden auch Bitcoin akzeptieren, aber sozusagen sie akzeptieren es zum täglichen Kurs. Ne? Sozusagen die Preise, die sie verlangen, sind in Euro festgesetzt oder in Dollar und den Bitcoin-Preis, den sie nehmen, ist tageskursabhängig. Das heißt, ich betrete den Supermarkt, schau, was kostet die Orange, aha, 1 Euro kostet das Kilo, ich rechne es um in Bitcoin, so und so viel Bitcoin, 5 Minuten später finden wir in der Kasse, der Bitcoin-Preis kann sich wieder geändert haben. Ist für Leute, die das Risiko und das Spiel lieben, vielleicht interessant, für den normalen Nutzer im Alltag relativ unattraktiv, abgesehen davon, dass sich die Frage stellt, Zahlungsmittelakzeptanz sozusagen ist ja noch nicht sehr verbreitet. Und sozusagen als Zahlungsmittelnutzung, das hat die Grafik des Zweitredners schon ganz eingangs gesagt, sozusagen ist im Bitcoin eine gewisse Rolle, nicht? Weil man das 10% oder so, weiß nicht, was die Datenbasis ist, weil sozusagen für, wenn ich in China bin und sozusagen es Kapitalverkehrskontrollen gibt und ich möchte mein Geld ins Ausland bringen, ist Bitcoin ein interessantes Vehikel für kleine Beträge. Ich habe schon gehört von chinesischen Restaurantangestellten in Österreich, die sich erkundigen, ah, Sie sind bei der Nationalbank, wie wissen Sie über Bitcoin Bescheid, das ist interessant, weil meine Familie will da flüchten. Und sozusagen viele andere Aktivitäten, wo mir Anonymität sehr wichtig ist, da kann ich sozusagen komme ich mit offizieller Währung nicht weit und da ist Bitcoin interessant, aber das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nachhaltiger Nischenprodukt. Und was die Wertaufbewahrung betrifft,
betrifft, brauche ich natürlich eine hohe Risikoakzeptanz, weil bei einer Kursvolatilität von so, sozusagen, ist von Wertaufbewahrung bestenfalls euphemistisch die Rede. Also was die zentralen Dimensionen von Geld für den Alltagsnutzer betrifft, ist Bitcoin einfach unvergleichlich zum Euro. Was ist dann Bitcoin? Ist eh schon gesagt worden, sozusagen ungefähr 70% der Aktivität besteht darin, Bitcoin von und zu Währungsbörsen hin und her zu schieben, also eine spekulative Aktivität steht hier im Vordergrund. Leute kaufen und verkaufen Bitcoin in der Hoffnung auf Wertgewinne, mit der Wahl des richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkts oder um sozusagen in die Währung hineinzugehen, ins Ausland damit zu gehen und wieder herauszunehmen, also Kapitalverkehrsflucht. Zahlungsmittelfunktion hat es bestenfalls in Nischen, wo mir sozusagen Pseudonymität und in der Einstiegsphase geringe Nutzergebühren besonders wichtig sind. Und so wichtig, dass mir die Nachteile, nämlich die enorme Volatilität und die beträchtlichen Nutzungsrisiken, die wir in der letzten Diskussionsrunde schon angesprochen haben, demgegenüber nicht so wichtig sind. Somit eine kurze Einschätzung aus ökonomischer Sicht und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.